Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 25 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa, Teil 1. Heute geht es um den kreativen Rausch, um Laudanum. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, wie reizvoll Frauen, die in Ohnmacht fallen, für die Männerwelt um 1800 gewesen ist. Menschen, die träumen, die schlafwandeln, die tagträumen, Frauen, die in Ohnmacht fallen, die in den Bereich des Unbewussten fallen, das sind eben vor allem Frauen. Das ist ungeheuer reizvoll für die Menschen jener Zeit, weil jener Bereich des Unbewussten eben näher zu Gott ist, näher zum Anfang, in dem die Schöpfung begann, zur Kreativität. Und der Mann als Genie braucht diesen Zugang zum Unbewussten, denn nur dort wird er das schöpferische Potenzial finden, was er dann kombiniert mit schulischer Ausbildung, mit Intellekt, mit Logik zu genialen Werken befähigen wird. Wenn nun aber dem genialen Mann die Kreativität abhanden kommt, dann muss er zu Mitteln greifen, die ihn eben in den Bereich des Unbewussten zurückkatapultieren können. Und das kann eine Droge, zumindest ist das der Glauben in jener Zeit. Die Künstler jener Zeit nahmen Zuflucht zu Drogen, die es ihnen erlaubten, den Intellekt auszuschalten und ins Unbewusste vorzudringen. Das waren zum einen, war zum einen sicher Alkohol, bei den Bohemiens dann auch sehr beliebt Ende des 19. Jahrhunderts, aber auch vor allem im 19. Jahrhundert Laudanum, also eine Opium in Alkohol aufgelöst, eine Droge, von der man meinte, dass sie die Kreativität fördere. Nun, dieser Mohnsaft, der heute den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes unterliegt, war frei verkäuflich im 19. Jahrhundert. Das ist also ein getrockneter Milchsaft der unreifen Samenkapseln des Schlafmohns und der wird heute eingesetzt bei schweren Durchfallerkrankungen noch, ist seit vielen tausend Jahren bekannt, wird bereits im 16. Jahrhundert beschrieben und war im Barock und Rokoko sehr beliebt bei den Medizinern, galt als Universaltonikum und Wunderdroge mit schmerzstillender und beruhigender Wirkung, das man einsetzte bei Depressionen, Kopfschmerzen, Husten, Gicht, Rheuma, bei Frauenproblemen und auch bei Säuglingen, bei Babys setzte man es ein, um sie in Schlaf zu lullen. Man erkannte medizinisch gesehen schon, dass der Verstand weggedröhnt wurde, dass man träumte. Aber man setzte es eben in jener Zeit im 17., 18. Jahrhundert als medizinisches Mittel ein. Und dann aber eben im 19. Jahrhundert war es eben nicht nur ein Mittel der Medizin, sondern eine Droge, die Künstler bevorzugten, um kreativ werden zu können. Und sie konnten diese Droge überall kaufen, in Kneipen, Lebensmittelläden, bei Friseuren, in Tabakläden, in Apotheken und Konditoreien. Man stellte dann sehr schnell fest, dass diese Opiumtinktur auch süchtig machte und dass man dann auch dauerhafte Schäden davon tragen konnte, sodass dieses Laudanum 1920 in England verboten wurde, was die freie Verkäuflichkeit anging, und 1929, also 9 Jahre später, auch in Deutschland. Sehr viele Künstler jener Zeit sind drogenabhängig gewesen, waren abhängig von Laudanum. Ich nenne nur ein paar Namen, jetzt vor allem auch aus dem englischsprachigen Bereich. Samuel Taylor Coleridge hat ein Gedicht geschrieben, Kubla Khan, was wir uns auch in einer Zeichensetzung anschauen werden, was er unter Drogeneinfluss geschrieben haben soll.
Elizabeth Barrett Browning wurde schon im Alter von 15 Jahren Laudanum-abhängig nach einer Wirbelsäulenverletzung und hat, als sie ihren späteren Mann, dann Robert Browning, kennenlernte, bis zu 40 Tropfen täglich genommen. Lord Byron war Laudanum-abhängig. Seine Tochter Ada Lovelace, Bram Stoker, der Autor des Romans Dracula, Charles Dickens, George Eliot, der Maler und Lyriker Dante Gabriel Rossetti und seine Muse und Frau Elizabeth Siddal, Shelley und dann eben ein Autor, den wir uns gleich noch näher anschauen wollen, Thomas de Quincey. Elizabeth Siddal, die Frau von Rossetti, hatte eben auch Drogen genommen, hatte unter dem Drogeneinfluss eine Tochter verloren, war 1862 erneut schwanger geworden und dann bewusstlos aufgefunden worden, gestorben an einer Überdosis. Ein anderer bekannter Mann in jener Zeit war der Bruder der Bronte-Schwestern Charlotte, Emily und Anne, namens Branville Bronte. Er litt unter Alkoholismus, vor allem Gin hat er getrunken, war aber auch Laudanum-abhängig und starb im Alter von 31 Jahren 1848 an den Folgen seiner Sucht. Zwei weitere Autoren sind berühmt für ihren Drogengenuss. Edward Williams, der Erfinder moderner Bardenrituale, und Wilkie Collins, der die ersten Mystery-Thriller geschrieben hat und den ersten weiblichen Detektiv gefunden hat. Man konsumierte Laudanum, weil man eben seine schöpferischen Kräfte anzapfen wollte, die im Unbewussten liegen, in dem Vergessen des Bewusstseins. Und das führte dann im späten 19. Jahrhundert dazu, auch als man dann die negativen Folgen erkannte, dass das Ganze sehr verrucht wurde. Man findet dann in den Romanen jener Zeit die Londoner Opiumhöhlen wieder im Londoner Hafen, in Limehouse, wo die Matrosen, die aus den Opiumkriegen der Briten, die Briten in China geführt haben, ab 1839 zurückkehrten nach London und das Opium mitbrachten, gemeinsam mit Chinesen, die sich dort festsetzten, Opiumhöhlen gründeten, wo man rauchen konnte und Opium genießen konnte. In diesen Opiumhöhlen, die oft auch von englischen Damen, nicht Damen oder wie auch immer, englischen Frauen geführt wurden, da gab es dann auch Prostituierte. Und das war dann so ein Kitzel der Verruchtheit und der Gefahr, den auch die Oberschicht liebte. Und man ging dann regelmäßig in diese Höhlen, um Vergessen zu finden, ausbrechen zu können aus diesem rigiden und strengen, moralisch strengen, logischen, viktorianischen Zeitalter. Einer der wichtigsten Männer in diesem Zusammenhang, Literaten in diesem Zusammenhang, ist Thomas de Quincey geworden, ein Schriftsteller, Journalist, Essayist, gelebt hat er von 1785 bis 1859, der opiumabhängig war, unter starken Nervenschmerzen litt und dann 1804 eben schon zum Opium gegriffen hat und das immens gesteigert hat, bis er schließlich täglich ab 1813 bis zu 320 Gramm Opium verbraucht hat. Das sind 8000 Tropfen. Das ist immens viel. Und er hat eben ein Buch geschrieben, Confessions of an English Opium Eater, also Bekenntnisse eines englischen Opiumessers, 1821 anonym erschienen. Ein Buch, das die Freuden des Opiums schildert, die Leiden eines Opiumkonsumenten und schließlich den Schrecken des Opiums. Und nun schildert de Quincey in diesem Buch zunächst einmal die beruhigende Wirkung des Opiums, des Laudanum, das seelische Gleichgewicht, was man erlebt
durch Einnahme der Tropfen die Klarheit, die geistige Klarheit und Kreativität. Und das eben machte Laudanum dann für die Künstler jener Zeit zu der Droge, zu der sie griffen, wenn sie eben auch in eine Krise, schriftstellerischen Krise gerieten. De Quincey beschreibt dann, wie diese euphorischen Zustände abgelöst werden von Trübsinn, Melancholie, von unterbrochen von glücklichen, plötzlichen Glücksmomenten. Dann kommen Magenschmerzen, Schweißausbrüche, ein Nachlassen der intellektuellen Fähigkeiten und schließlich der Absturz. De Quincey berichtet nun von Träumen, die er unter Opium-Einfluss gehabt hat. Und diese Träume sind ganz besonderer Art, weil Raum und Zeit sich auflösen und weil Bilder aus der Kindheit auftauchen, die so wichtig sind, auch für Künstler, weil eben diese Kindheit in ihrem noch unlogischen Dasein so natürlich, so kreativ sind. Und das und genau diese Natürlichkeit und Kreativität braucht der Künstler, um seine Werke zu vollenden. Der englische Text wurde dann sehr schnell ins Französische übersetzt von Alfred de Musset 1829. Und Baudelaire hat 1857-58 ein Buch geschrieben, Les Paradis Artificiels, in dem er einen eigenständigen Text schreibt und die beflügelnde Wirkung der, von Laudanum auf seine künstlerische Kreativität beschreibt. Wiedererinnerung der Kindheitserlebnisse, das ist ganz wichtig für die Autoren jener Zeit. Ich bringe jetzt im Folgenden ein paar Zitate aus dem Confessions of an English Opium Eater. Wahr ist, dass ich fast 10 Jahre lang das Opium hier und da eingenommen habe, um der unvergleichlichen Lust willen, die es mir verschaffte. Welch eine Erhebung aus tiefsten Tiefen des Inwendigsten, welche Offenbarung von der Welt in mir selbst, der Schlund göttlichen Genusses, der so nun plötzlich mir aufgetan war. Im Unterschied zum Alkohol. Der Hauptunterschied jedoch besteht darin, dass der Wein die geistigen Kapazitäten durcheinander bringt. Das Opium hingegen, wenn es in angemessener Weise eingenommen wird, hochrangige Ordnung, Gesetzmäßigkeit und Harmonie unter ihnen stiftet. Der Wein beraubt den Menschen seiner Herrschaft über sich selbst, das Opium verstärkt diese in hohem Maße. Das Opium aber scheint immerzu, das vor dem Erregte in die Ruhe zu bringen und Zerrissenes zusammenzufügen. Nun bewirkt das Opium eine Vermehrung der geistigen Aktivität im Allgemeinen. O gerechtes und zartes, gewaltiges Opium, dass du den Herzen der Armen wie der Reichen gleichermaßen den nie verheilenden Wunden, den Schicksalsschlägen, die zur Rebellion reizen, lindernden Balsam bringst. Beredtes Opium, das mit deiner alles vermögenden Zungenfertigkeit da dem Zorn die Zwecke abspenstig machst, dem Schuldigen für eine Nacht das Hoffen seiner Jugend wiedergibst und vom Blut gereinigte Hände. Du erbaust an der Dunkelheit Busen aus Trugbildern des Gehirns Tempel und Stadt und mit der Herrschaftslosigkeit des Traums im Schlafe rufst du längst in Gruften ruhende Grazien ins Sonnenlicht zurück. Du allein bringst den Menschen solche Gaben dar und du besitzest den Schlüssel zum Paradies. O gerechtes und zartes, gewaltiges Opium. Das ist so der Anfang, in dem euphorisch der Opiumgenuss von De Quincey geschildert wird. Und er schildert eben auch Verrücktheiten, Verschiebungen im Traum zum Beispiel.
Der Traum schwoll an und weitete sich zu unaussprechlich endloser Ausdehnung. Doch irritierte mich das nicht so sehr wie die ungeheuerliche Längung der Zeit. Winzigste Vorkommnisse meiner Kindheit, längst vergessene Vorgänge späterer Jahre kehrten oftmals wieder. Dem Gehirn war eben ein Vergessen nicht möglich. Die Schleier konnten sich heben unter Opiumgenuss und die geheimen Aufzeichnungen des Gehirns ins Gedächtnis zurückrufen. Als Fazit, bevor die negativen Auswirkungen der Opiumsucht geschildert werden, Laudanum bringt Klarheit, Harmonie, ruft Vergessenes ins Bewusstsein zurück, steigert die kreativen Kräfte, ist für ein Genie aufgebbar. Ein anderer Autor, Charles Baudelaire, hat in mehreren seiner literarischen Werke immer wieder auch die Opiumsucht positiv beschrieben, in Le Spleen de Paris, und hat da einen kleinen Text, La Chambre Double, das Doppelzimmer, was ich in einem zweiten Teil Ihnen in Gänze vorlesen möchte. Er übersetzt bzw. schreibt einen neuen Text zu De Quincey, Les Paradis Artificiels, 1857-58, wo er positiv den Opiumgenuss schildert. Noch ein paar Worte zu Charles Baudelaire, geboren 1821 Paris, 1867 dort gestorben. Früh halbweise, ein autoritärer Stiefvater, hat sich auch ungeliebt gefühlt, wollte sehr früh schon Schriftsteller werden und hat dann ab 1838 Gedichte geschrieben, Schulden gemacht, mit Prostituierten verkehrt und sich die Syphilis zugezogen. Er galt als Enfant terrible seiner Zeit, wurde dann von seinen Eltern auf eine Schiffsreise geschickt nach Indien, wo ihn die tropische Welt auch prägte, kam zurück und lebte dann in der Bohème im Quartier Latin, zusammen mit denen, die eben in den Tag hinein lebten und dem Land der Künstler und Lebenskünstler. Hat immer sehr luxuriös gelebt als Dandy. Auf das Dandytum will ich auch noch zu sprechen kommen. Hat eine Affäre gehabt mit einer Haitianerin, Jeanne Duval, seiner Venus Noire. Und schließlich wurde er von seiner Familie 1844 unter finanzielle Vormundschaft gestellt, beging 1845 einen Selbstmordversuch, wurde gerettet und konsumierte immens viel Haschisch, Opium und Alkohol. War in ständiger Geldnot, litt unter Depressionen, übersetzte Edgar Allan Poe. Auf Edgar Allan Poe werde ich eben auch noch zu sprechen kommen. Auch die eben dem Autor der Nachtseite des Menschen. Und schrieb dann Les Fleurs du Mal, 1857, 100 Gedichte, die ihm einen Strafprozess einbrachten wegen Beleidigung der öffentlichen Moral. Jeanne Duval, seine Venus Noire, wurde gelähmt 1858, aber immerhin bezahlte Baudelaire ihr das Pflegeheim und bekam dann selbst gesundheitliche Probleme, auch wegen seiner unheilbaren Syphilis. Einen Schlaganfall, war halbseitig gelähmt und starb dann im Alter von 46 Jahren. Und in diesem kleinen Stück, das Doppelzimmer, La Chambre Double, was ich eben Ihnen in einem zweiten Teil vorlesen will, ist ein kleines literarisches Werk, in Le Spleen de Paris, schildert er, wie sich Raum und Zeit verändern unter dem Einfluss von Opium, wie sich ein Paradies eröffnet, das Paradies auch des Unbewussten, und der Autor sich wegdröhnen kann aus dieser tristen, öden und gottlosen Welt der Großstadt Paris,
in einen unbewussten Zustand, der Raum und Zeit auflöst und ihm auch wieder ermöglicht, kreativ zu sein und die Schönheit, die verloren gegangen ist in dieser gottlosen Welt, wiederzufinden. Er findet dort ein Zimmer wie ein Traum, ein wirklich geistiges Zimmer, ein paradiesisches Zimmer, ein Ideal, ein Idol, die Königin seiner Träume, Magie, Schönheit, Harmonie, Seligkeit, und muss dann zurückkehren in die hässliche Realität, in die enge, ekelbeladene Welt. Zitat: In dieser engen, aber so ekelbeladenen Welt lächelt ein bekanntes Ding nur mir zu, die Opiumfiole, alte und fürchterliche Freundin.